Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Outlast 2. Genau. So, ihr seht, ich bin noch in der Tonne. Ja, wo willst du auch hin, ne? Ja. Ich hoffe, dass es diesmal ein bisschen besser läuft wie beim letzten Mal. Ja, kann ja fast nur. Ja. Wobei, ich weiß noch nicht, was jetzt hier geht. Du darfst nicht vergessen, dass wir immer noch am Anfang sind. Ja, im letzten Part war ich ja in der Tonne. Oder habe ich aufgehört. So, jetzt muss ich da irgendwie raus. Oh, da ist noch eine Tonne. Gut zu wissen. Ah, da kann man sich auch verstecken. Ja, okay, das reicht. Also gehen die Tonne. Part zu Ende. Ja. Und so springen wir von Tonne zu Tonne. Ja, wir hatten es im ersten Teil von Outlast ja auch schon versucht, von Spind zu Spind, aber das hat auch nicht so wirklich funktioniert. Ja, die waren irgendwie zu weit weg dann. So, was? Die Kamera hat ein Mikrofon, drücke, um durch Wände zu hören. Und was soll ich da drücken? Keine Ahnung. Ah. Was hast du jetzt gedrückt? Nach links. Also, einerseits finde ich das Feature geil. Ja, aber ich weiß gar doch nicht. Doch, andererseits. Ja, aber höre ich auch was? Andererseits macht mir das Angst. Ja, mir macht alles Angst in dem Spiel. Hast du es gehört? Alter. Ich will hier nicht raus. Deine Batterie macht gleich einen Geist. Abschließen. Ja. Hätte ich auch mal vorher drauf kommen können. Was ist, wenn er jetzt aber von hinten kommt? Oh, du kannst durchs Fenster. Oh je. Yeah. Das war ja leise. Ah, man kann sich jetzt auch in Pflanzen verstecken. Ja, sehr gut. Warte mal, nachladen. Ich hab so Bammel. Oh, da ist noch eine Tonne. Oh, da ist noch eine Tonne. Überall sind Tonnen. Tonnen über Tonnen. Ja. Aber ich will mich ja noch gar nicht verstecken. Verstecken ist was für Pussys! Irgendwie verstehe ich diesen... Den Lauschmodus noch nicht so. Ja, irgendwie... Wird noch kommen, bestimmt. Schwankt da irgendwie willkürlich hin und her. Oh, hi. Ab in die Tonne. Ja, da habe ich mir jetzt eine super tolle Tonne ausgesucht, oder was? Okay, jetzt weißt du, wofür das Feature da ist. Ich will hier nicht raus. Er kommt, glaube ich. Kommt er näher, wenn das Ding lauter wird, oder? Ja. Der ist, glaube ich, ganz nah gewesen. Alter Falter. Da vorne war er, oder? Ich sehe nichts. Ich will... Ich glaube, ich habe ihn vorhin gesehen. Ey, mir geht schon wieder so der Kackstift, das ist der Hammer. Der Kackstift. Den kannst du aber wieder mitnehmen, dann später, ja. Da ist er. Ah, ich glaube... Stierst du da gerade drüber? Ja, ich bin gerade am gucken. Batterien halten aber überhaupt nicht mehr lang, oder? Nee. Soll ich es verlassen? Ich verlasse und gehe in sein Zimmer. Nein. Er hat dich, glaube ich. Er hat dich! Der hat dich! Renn! Der haut dich! Alter, verpiss dich! Verpiss dich! Wo musst du hin? Weiß nicht, irgendwo hin. Okay. Gedrückt halten zum Heilen. Ja, super. Das war, glaube ich, nicht so vorteilhaft, oder? Ich... Oh Gott, ich glaube, das gehörte so. Ich sehe... Mach die Kamera an. Hä? Ah, er ist blind. Lauf weiter. Die sind alle blind. Ja, und wo soll ich hin? Da hinten, da wo der rauskam. Nein. Da? Da links ist ein Weg. Links, links, links. Da, genau, da. Lauf weiter. Solange die alle blind sind. Da lag was. Neben. Na, ich will doch jetzt nicht lesen. Seid ihr wahnsinnig, oder? Das lesen wir gleich. Ja, der hat gerade einen Screenshot gemacht. Also das ja, das ist gut. Oh, der... Mach mal langsam. Der nimmt gerade... Oh. Mein Herz. Ah, Dirk, du machst mich wahnsinnig mit deinem falschen Links und falsches Rechts. Mein Herz. Gibt's ja nicht nur deins. Gibt's ja auch einen ruhigen Moment, wo ich... Ja, ich glaube jetzt. Oh, da geht gerade. Sind wir schon durch? Nein. Wir haben gerade erst angefangen. Oh Gott.
Ich wollte doch eigentlich nur in dieses scheiß Zimmer rein. Oh. Aber wo kam der Blitz her? Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Geht die Tür hoch? Natürlich nicht. Entferne den Knebel. Was für ein Knebel? Wer redet denn da überhaupt? Hat er meine Frau? Ah. Also eine weibliche Stimme höre ich. Ich glaube ja. My wife. Ist das ein Mikrofon? Ah ne, das ist ein Scheinwerfer. Noch einer? Also ich glaube, durch die Vordertür brauche ich wohl nicht gehen, oder? Ich glaube schon. Anscheinend schon. Ah, fuck. Aber was gut ist... Was? Dieser Lautstärkenmeter ist... Den kann ich wieder einschalten. Ach so, der war ausgeschaltet. Ja. Ah, ich dachte, da ist gerade niemand in der Nähe. Oh ja. Ich glaube, jetzt geht gleich was ab. Ich habe Angst. Kann ich da... Oh ja, da liegt sogar was zum Lesen. Aber du müsst mir theoretisch erstmal das vorherige lesen. Ja. Mach hier erstmal das Loch zu. Hä? Man hört sogar jetzt die anderen nicht mehr. Sehr gut. Jetzt steht da gleich Game over, weil deine Frau wurde umgebracht, ja, weil du zu lange gebraucht hast. Jetzt muss ich erstmal. Nein, das wollte ich. Erstmal wieder reinkommen. Ich habe ja noch was aufgenommen. Nothing matters but Lynn. So. Und ein Dokument noch. Ja, und ein Dokument. Ihr seht schon, ich bin schon wieder total durch den Wind. Erstmal gucken, was er hier will. Spielen. It's enormous. Some sort of hillbilly Vatican. It's not possible. Da aber irgendwie. Ja, keine Ahnung, was er da sagt. Hat er länger aufgenommen wie sonst irgendwas. Ja. So, irgendwie konnte man zoomen. Ah. Oh ja. Ja. Hallo. schon viel besser. Sollen wir uns abwechselnd ein oder mal gucken? Ja, lies einfach mal vor. Meine Liebe, bitte versuche, stark zu sein. Papa sagt uns in jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen. Sollten wir Gott gerecht werden wollen? Wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen. Harte Zeiten, doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können. Auf ewig, dein Philipp. Philipp. Hi Philipp. Philipp. So. Meinst du, der Philipp lebt? Das wollte ich nicht. Man kann es sogar umschalten. Ja. Wieder was gelernt. Wir schreiten voran. Ja, so. Da. Kommt da schon wieder so ein Kackgedicht? Willst du es in, oder wir, warte mal. So war es eigentlich ganz angenehm. Text anzeigen. Geht das auch wieder größer? Ja, nee, da geht's nicht größer. Ah, geht nicht? Nee. Oh ja, das ist irgendwas. Das ist doch hier ein evangelisches, oh Gott. Die Schneide der Hölle öffnet sich bald und die Nacht sinkt mit den, was? Wettsteinen. Wettsteinen und Messern der Hebammen. 8. Und der Feind ängstlich in seinem Gefängnis greift in das Herz Sulivans treuesten Schülers, dessen Name Val war, und in die der heimlich starrhälsige und überschreitende, was? Unbeschnittenen im Herz. Oh mein Gott, mach lieber das andere, da kann man nichts reinsuchen. Ja, das ist angenehmer auf jeden Fall, aber ich finde das furchtbar zu lesen. What the fuck? Das mach doch lieber das andere. So, Vals Geist stieg hinab unter den von Gott Verdammten und Verhassten und sprach mit dem Feind und badete in der Saat des spinnäugigen Lammes. Was soll denn das sein? Ich will es nicht kennenlernen. Nee, Walfari Templegate? Und Gott und selbst Sulvars Knot, der ihm geliebt hatte und die Auserwählten zu erlösen führen werden. Werde. Okay. Und der Herr sprach, lass Wahl und alle Ketzer 1000 Qualen erleiden und 7x7 Schanden von dem Tod und im Leben danach. Okay. Schön. Cool.
Los, jetzt rette deine Frau. Ach, die soll noch ein bisschen durchhalten. Hä? Was denn? Da geht auf Speck. Jetzt war, da weiß ich schon nicht, muss ich da lang? Ihr habt natürlich null Plan. Ja, jetzt theoretisch nicht irgendwie da in den Hauptraum müssen oder so? Ja, ich glaub's fast nicht. Weil. Oh mein Gott. Ich glaub's fast nicht. Aber deine Frau wird doch gequält. Ja, die tue ich von unten herholen. Ach so, du bohrst unten ein Loch. Ja. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, das ist ein Gefangener. Soll ich dich befreien? Nee, lieber nicht. Lass ihn drin. Kann man hier... Oh. Alter! Wo ist meine Frau? Wenn sie überhaupt hier drin ist. Oder wird sie oben geschändet? Ja, ich vermute mal, also oben hat man ja eine Frauenstimme gehört. Aha. Was hat der da? In der Hand. Ein Eimer. Ja, super. Diese Tür ist... Ja, okay. Also das wieder zu glauben. Fuck. Naja, auf jeden Fall weißt du jetzt, wo es lang geht. Oh. Mir geht irgendwie... Ist eigentlich noch nichts Wildes passiert groß, aber mir geht die Pumpe wie die Sau. Ah. Hey. Schau dir gesammelte Objekte an. Ich kann jetzt nicht. Nee, du hast Angst, gell? Ja. Oh, du Wichser! Vorhin habe ich noch gesagt, wo du da durchgelaufen bist, ohne den Schlüssel. Da kommt gleich eine Hand. Ich wusste es. Alter. Deine Batterie geht trotzdem ist mehr. Mir... Oh, leck mich am Arsch, Mann. Ey, das war so klar, dass das passiert. Meine Fresse. Sind da Waffen? Als ob ich... Ich glaube, das ist ja der Obersektenführer. Oh, ey, mir geht echt die Pumpe. Oh Gott. Ich glaube, das ist der Schweinebärmann. Paar Jahre bevor er dann da in das Spiel kommt. Nee, also Outlast 2 spielt ja eigentlich zu dem gleichen Zeitraum. Na, wie und? Outlast 1. Öffnen. Jetzt halte ich den Kopf da raus und mir hackt ihn einer. Nein, du gehst gleich instant rein. Oh Mann. Weißt du, woran mich das hier irgendwie so ein bisschen erinnert? Ein bisschen an Resident Evil 7. Ja. Da kommt jetzt gleich einer von der Seite und haut dir einen rein. Muss ich hoch? Ich denk's mal. Geh mal erst hoch, weil oben wird's wahrscheinlich nicht weitergehen. Oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht, oder musst du oben stiften gehen. Oder kannst du dich verstecken? Ich dachte, das hat einer gesagt. Aber man sieht ja da nichts. Aber jetzt kannst du ja dein Lauschen und so. Stimmt. Dein Lauschangriff machen und so. Aber irgendwie ist ja keine Sau. Nee. Wahrscheinlich komme ich jetzt raus und krieg in die Fresse. Ja, mich hätte das nicht gewundert. Okay. Boah, das ist aber viel Text. Das ist ein anderes Kapitel, kann es sein? Ja, das wäre möglich. Ja. So. Die Scheide der Hölle öffnet sich bald. Stand bevor. Und die Luft war erfüllt von Gesang von Papst. Nee, Papas. Papst. Nee, ich bin total durch den Wind. Papas herrlichen Hymne. Und die. Was? Fuck? Mhm. Genau so steht das drin. Und die Nacht sind mit den Wettsteinen und Messern erhebt. Hä? Das hat man doch. Das kennen wir, aber es geht, glaube ich, unten weiter. Es ist anders. Echt? Oder? Ja, doch, Messern und Hebamme klingen. Satan, obgleich in der Hölle gefangen, durchdrang Wals Herz. Nee, das haben wir schon gelesen. Echt? Sicher? Ich meine schon. Ist es auch der richtige Text? Ja. Teil 1, Teil 2. Irgendwie sieht es genau gleich aus wie der andere Teil. Und Satans Schatti, bla bla bla, der Feind. Ängstlich in seinem Gefängnis griff in das Herz Sullivans treuesten Schüler. Ey, das ist doch das Gleiche, oder kommt da nur noch der Rest? Doch, ich meine, es ist genau das und Gleiche. Und der Herr sprach, das war... Ist irgendwie doch das Gleiche. Ja, also. Ja.
Da ist Kopien. Aufsperren und öffnen. Durch die Tür gehe ich, aber durch... Okay. Nein. Oh, ich höre was. Da. Ich glaube, es ist keine gute Idee, wenn du da jetzt einfach mal durch die Tür gehst. Warum nicht? Glaub, und hier? Haben, ich weiß es nicht. Oh. Der ist stiften gegangen. Sie? Sie? Deine Frau ist stiften gegangen. Kann ich da raus? Du musst, glaube ich, da raus. Sie hat sich verletzt. Was war jetzt? Da bin ich auch raus, oder was? Ja. Ah, die liegt da. Sehr gut. Meine Frau, komm da. Oh Gott, Blake. Are you okay? No. Wie weit sind wir denn? Fuck. I don't know. Oh shit. We have to run. Ach du Scheiße. Ja. Los. Lauf, Forrest, lauf. Ja, wieso rennt der nicht? Lauf weiter, bleib nicht stehen. Ja. Lynn, where are we going? Was? Away from here. Anywhere but here. Muss ich jetzt vorlatschen oder was? Weil ich die Kamera hab. Habt ihr euch bei den Händen? Ja, ich glaube schon. Süß. Naja, ist eine Frau, hallo? Oh Gott, mein Bauch, aber sie haben sich gar nicht geküsst. What is it? My stomach. Entweder ist sie schwanger oder sie wurde abgestochen. Fuck. Ja, oder sie wurde halt einfach vermöbelt. Wo guckst du hin? Ich mach gar nichts. Ich kann Ach so, hat er das gerade selber gemacht? Ja. Ich glaube, sie hat den Satansbraten in sich. Oh, oh. Ich kann dir einen Verband geben, aber ob dir der was bringt? When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? Wächst da was? God. What did they do to you? I can't talk about it. Please don't ask me. They're coming. Naja, gut, wenn die jetzt kommen. Los, lauf. Ich mach hier Feier. Na dann. Flüchten tun wir im nächsten Part. Okay. Oh, mein Herz. Herrgott nochmal. Und dann gleich doch noch so ein Brüller in der Mitte, da wo ich mich so erschrocken. Leck mich fett her. Ich hab's aber noch angekündigt. Das hast du mir wohl nicht gesagt. Hey, ich sitz doch neben dir. Also gut, dann machen wir hier Feier. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao.